Mein heutiges Thema eben Koloman Moser, das ist mein Heiliger, mein Held hier. Ich spreche über einen Aspekt und zwar Koloman Moser als Entwerfer für Kunstgewerbe und für den Innenraum. Und es ist ein, und eben wie Christoph gesagt hat, wie er sich also aus der Fläche den Raum erobert. Und das ist so spannend zu sehen, also wenn man aus seiner eigenen Entwicklung kommt, man beschäftigt sich 30 Jahre mit einem Thema und plötzlich, man glaubt, okay, das ist sozusagen gegessen, das Thema, und dann öffnet sich immer wieder ein neuer Aspekt und man lernt neu zu sehen. Und über diesen neuen Aspekt eben diese Ambiguität zwischen Fläche und Raum, die sehr, sehr spannend ist bei Moser, möchte ich eben heute sprechen. Und auch, das ist ein Beispiel so, man schaut etwas an, 30 Jahre, und denkt sich, ha, das war wirklich ein lustiger Kerl, der Koloman Moser, wie er sich darstellt. Und dann plötzlich klickt es, das ist ja nichts anderes als ein, wie sagt man jetzt, also ein Versuch oder ein erster Schritt für seine Entwürfe für die Glasfenster von Steinhof, wo er sich eben als Heiliger porträtieren lässt. Jetzt mal schauen. Koloman Mosers künstlerische Heimat ist die Sezession. Er ist ja Gründungsmitglied der Sezession 1897 zusammen mit unter anderem Josef Hoffmann und Gustav Klimt, und das ist eben seine künstlerische Heimat. Und was bedeutet das in unserem Zusammenhang? Die Sezession tritt ja an in Wien, um den künstlerischen Provinzialismus hier in Österreich zu beenden und moderne Ideen, die schon in der westlichen Welt bereits entwickelt waren, auch nach Wien zu bringen. Und die Sezession bedient sich da verschiedenster Inspirationsquellen, und vor allem eine der wichtigsten Inspirationsquellen ist England. Und von England werden die Gedanken oder die Ideen der Arts and Crafts Bewegung übernommen. Und das ist eigentlich die Basis für die Tatsache, dass sich jetzt ein Maler mit kunstgewerblichen, mit dreidimensionalen Gegenständen und mit Innenraumdekorationen auseinandersetzt. Warum hängt das mit der Arts and Crafts Bewegung zusammen? Die Arts and Crafts Bewegung, die Forderung aufstellt, mit der hierarchischen Einteilung in hohe und niedere Kunst aufzuräumen. Und die hohe Kunst ist eben die bildende Kunst und die niedere Kunst sind die angewandten Künste, auf eine gleichwertige Ebene zu stellen. Und warum? Weil die Arts and Crafts Bewegung daran geglaubt hat, dass man durch Schönheit im täglichen Leben die Würde des Menschen wiederherstellen kann und ein menschenwürdiges Leben gestalten kann. Und wie funktioniert das eben? Wie glauben Sie das? Indem man eben den Alltagsgegenstand auch künstlerisch gestaltet. Das ist die Grundidee, die hinter Mosers Beschäftigung mit dem Kunstgewerbe steckt. Hier ist ein Gruppenbild von Künstlern der Wiener Sezession anlässlich der Beethoven-Ausstellung 1902. Im Hintergrund sehen Sie eben den Raum, in dem auch Klimt seinen Beethoven-Fries angebracht hat. Was ist jetzt los? Ja, eben die künstlerische Heimat von Koloman Moser. Er hat wirklich drei künstlerische Heimaten, kann man sagen. Drei Institutionen, die bestimmend sind für sein weiteres künstliches Leben. Das ist erstens einmal die Sezession, die Kunstgewerbeschule und die Wiener Werkstätte. Und ich spreche eben jetzt nur für diesen Zeitraum von 1897 bis 1907. Das ist das Jahr, wo er die Wiener Werkstätte verlässt und zur Malerei zurückkehrt. Einer der ersten
Momente, wo wir Kohl und Moser aus der Malerei heraustreten sehen, ist bei der Gestaltung des Sezessionsgebäudes und vor allem bei der Außenseite der Sezession. Und dazu zählen unter anderem auf der Rückseite der Sezession dieser Kranzträgerinnenfries, der bei der Restaurierung der Sezession vor Jahren nicht mehr wiederhergestellt wurde. Das ist das da hier. Hier dieser Fries. Und dann diese Eulenskulpturen. Und da gibt es eine nette Anekdote auch, wo sich jemand aufregt gegenüber Kohl und Moser und sagt, also was, das sollen Eulen sein? Und er sagt, ne, Sie haben ja gerade gesagt, das sind Eulen. Ne? Also interessant, wie er diese Eulen eben hier in ein Rechteck einschließt. Und auch ein Aspekt, den wir immer wieder bei Moser sehen werden und auch typisch ist für die Zeit in Wien um 1900, ist die Fragmentierung einer Information, wie hier zum Beispiel, wie er die Eule hier abschneidet. Und das ist auch Teil dieses im Englisch heißt es ambiguous, ich weiß nicht, wie man, also dieser zwiespältigen oder zweideutigen Zugang zu einer Information. Und das ist interessant für die Zeit um 1970, wenn Wien 1900 wiederentdeckt wird von der Postmoderne, und zwar von den postmodernen Architekten und Designern, die gerade diesen Aspekt der Zweideutigkeit in Wien wieder zu schätzen lernen. Und sie sagen eben zum Beispiel, Wien ist die einzige Kultur, Wien um 1900, die eine perfekte Harmonie herstellen kann zwischen Funktion und Gefühl. Und diese Zweideutigkeit ist eigentlich auch etwas sehr Modernes in dem Sinne, dass der Betrachter eine Rolle hat beim Anschauen eines Kunstwerkes oder eines Entwurfes, weil es sie von sich aus die Information vervollständigen muss. Ja, nur kurz jetzt, ich möchte eben auch Moser in zusammen mit seinem ganzen künstlerischen Schaffen zeigen, dass wir das jetzt nicht losgelöst sehen. Sein Beginn, er kommt eben aus der Malerei und vor allem am Anfang aus der Grafik, so verdient er sein erstes Geld, um sich sein Studium zu finanzieren und zum Teil auch seine Familie zu unterstützen. Der Vater stirbt ja sehr bald. Der Vater war, man kann sagen, Hausmeister im Theresianum, wo Moser als Kind in den verschiedenen Werkstätten gespielt hat und mit den Handwerkern in Kontakt gekommen ist. Und das war auch sein erster Zugang zum Handwerk im Theresianum. Und er wächst eben in diesen ganz bescheidenen Verhältnissen auf. Und die Sezession ist eigentlich auch die Institution, die ihm einen gesellschaftlichen, Aufstieg ermöglicht. Durch die Sponsoren der Sezession, durch die Klientel. Und das geht natürlich dann weiter durch die Auftraggeber der Wiener Werkstätte. Das ist sehr interessant, wie eben jemand aus diesen ganz, ganz kleinen ärmlichen Verhältnissen eine ganz selbstverständliche Rolle dann in der großbürgerlichen Gesellschaft einnehmen kann. Auch vor allem dann durch die Heirat mit Dieter Mautner Markhof. Das war die Tochter eines der reichsten österreichischen Brauer. Brauer? Ja, Brauer. Und da möchte ich Ihnen gerne jetzt etwas vorlesen. Und zwar habe ich das gefunden im Tagebuch von der Alma Mahler. Da muss man sehr vorsichtig sein, auch mit der Alma Mahler, weil vor allem, also, wenn man dieses Tagebuch liest, das ist voll gesellschaftlicher Dünkel. Und sie schreibt, im 1900 besucht sie Moser in seiner Wohnung. Er wohnt mit seiner Mutter und seiner Schwester dort im dritten Bezirk in der Stanislausgasse 5. Und Alma Mahler schreibt, durch ein schmutziges Tor gelangen wir über eine ebenso schmutzige Stiege an die Wohnungstür, an der zu lesen ist, Theresia Moser, Ökonomenswitwe. Ich läute schüchtern. Eine Frau in einem dünnen Jackerl öffnet die Türe, an deren Ähnlichkeit mit Moser ich augenblicklich dessen Mutter erkannte. Ich frug nach ihm. Er sei nicht zu Hause. Ein ärmliches, junges Mädel erschien, seine Schwester. Ich sah hinter ihr hinein ins Vorzimmer, zu gleicher Zeit Küche. Nicht ganz sauber, vor allem aber sehr, sehr ärmlich.
Wir waren froh, dass wir wieder gehen konnten. Und das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt dieser Zeit, diese enormen Aufstiegsmöglichkeiten. Also nicht nur im künstlerischen Bereich, sondern überhaupt, dass da gesellschaftlich eine Bewegung, eine horizontale möglich war. Eben hier jetzt ein Beispiel aus dieser frühen Zeit, der frühen Grafik von Moser 1896, wo wir eben noch ganz typisch diese dreidimensionale Darstellung haben mit Schatten und Licht. Und bereits ein Jahr später finden wir dieses ganz typische Flächenkunst der Zeit. Die Flächenkunst, die eigentlich, Moser ist eigentlich der wichtigste Künstler, der diese Flächenkunst in Wien einführt und auch propagiert. Diese Flächenkunst, die entsteht einerseits durch eine Rückbesinnung, das ist eine Zeit des großen Wandels und Umschwungs. Und in diesen Zeiten des Umschwungs macht der Mensch immer eine Art von Inventur und fragt sich, woher komme ich, wohin gehe ich, welche Schichten, angesammelten Zivilisationsschichten, die nicht mehr adäquat sind, möchte ich zurücklassen und weggeben. Und man sucht dann, geht zurück auf die Urinformation. Das ist ungefähr dasselbe, was auch um 1770 passiert mit der Aufklärung, dass man eben zur Urinformation zurückgeht, wie eben Goethe die Ursprache sucht oder Logier heißt der Architekt in Frankreich, der die Urhütte sucht. Und so weiter. Und dieses Zurückgehen zum Ursprung, hier wird das Mittelalter interessant, vor allem in England und kommt über England zu uns. Und man geht auch in andere Kulturen und da wird Japan besonders wichtig. Auch ein interessantes Detail hier, um Ihnen zu zeigen, wie eng die Künstler zusammengearbeitet haben in der Schaffung dieser Idee des Gesamtkunstwerkes. Das habe ich vergessen zu sagen, wie ich eben von der Einheit der Künste gesprochen habe. Das direkte Resultat aus dieser Idee der Einheit der Künste ist dann die Umsetzung in das Gesamtkunstwerk, wo die gesamte menschliche Umwelt künstlerisch einheitlich gestaltet wird. Und hier haben wir zum Beispiel diese Grafik von Moser, wo die zweimal signiert ist. Einerseits Koloman Moser hier und hier unten, das müssen Sie mir glauben, J.H. als Josef Hoffmann. Moser, der das figurativen Teil zeichnet und Josef Hoffmann das Ornament. Koloman Moser, also auch natürlich die Sezession ist das erste Beispiel der Idee der eines Gesamtkunstwerkes, wo sämtliche Aspekte, sämtliche öffentlichen Auftritte und Marketingmaßnahmen, alles künstlerisch gestaltet wird, von den Einladungen, vom Briefpapier, von der Ausstellungsgestaltung. Und das ist etwas ganz Neues in Wien, dass eine Ausstellung künstlerisch gestaltet wird. Das ist etwas, von dem wir heute noch zehren und wofür Wien noch heute berühmt ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, wenn Sie sich zurückerinnern können, an die große Ausstellung Traum und Wirklichkeit, die Hans Hollein gestaltet. Das ist ganz in dieser Tradition, wo wir wirklich in Österreich einzigartig dastehen. Und natürlich jetzt gestaltet Moser dann auch die Zeitschrift der Sezession, das Versagum. Überhaupt die Idee für diese Zeitschrift geht auf Moser zurück, der sagt, wir brauchen ein offizielles Organ. Und dafür hier jetzt links zum Beispiel der erste Plakatentwurf für die erste Ausstellung der Sezession und der Einband für ein Versagum-Heft. Es ist ein großes Glück, dass sich der erste Layout-Entwurf für Versagum erhalten hat von Koloman Moser. Und was uns hier auffällt, ist erstens, wir haben ein völlig neues Format, dieses quadratische Format. Und dann die Art und Weise, wie Moser mit dem Textblock und dem illustrativen Block umgeht. Auch hier, die sind gleichwertig beide. So werden auch
die Postkarten von den Künstlern der Sezession für die erste Ausstellung der Sezession entworfen. Hier zwei Beispiele von Moser, wo eben dann kaum hier der Schriftblock wird Teil des ganzen dekorativen, wie soll man sagen, Austeilung der Postkarte. Auch hier wieder so ein schönes kleines Beispiel einer fragmentierten Information. Der erste Ausflug in eine räumliche Gestaltung Mosers war die Gestaltung des Versakumszimmers in der zweiten Ausstellung der Sezession 1898. Das ist die erste Ausstellung der Sezession, die bereits im neuen Ausstellungsgebäude stattfindet. Die erste war ja noch im Gartenbaugebäude, weil das Gebäude noch nicht gestanden ist. Und hier können wir... Was mich hier fasziniert, ist, wie er mit seine Gestaltung beschränkt sich nur auf die Wand. Die Möbel, die Einrichtung, das hat nichts mit Moser zu tun. Moser entwirft diesen, es gibt leider keine besseren Fotos von diesem Raum. Wir sind glücklich, dass es das gibt. Er entwirft diese überlebensgroße Figur einer Lyraspielerin. Das ist also wie eine Tapete über die Wand gezogen und dann legt er darüber diesen gerafften Tüll. Das ist eine Art wie, fast wie eine Art kannelierter Pilaster. Und durch diese zwei Schichten entsteht etwas Räumliches. Also mit zwei Flächen übereinander entwickelt der Raum. Jetzt aus dieser Idee des Gesamtkunstwerks, das Gesamtkunstwerk zu gestalten, beschäftigt sich Moser in seinen ersten Entwürfen fürs Kunstgewerbe, das ist eigentlich logisch, wenn er von der Malerei, von der Fläche kommt, mit Stoffentwürfen. Und da vor allem fast ausschließlich für die Firma Backhausen. Hier eben zwei dieser Entwürfe, wo wir eben auch sehr schön sehen können, diese Flächenkunst. Was wir auch sehen können, dass Moser in dieser Anfangszeit, das ist noch sehr vom internationalen kurvilinearen Jugendstil abhängig ist. Und es ist auch wieder spannend bei ihm, dass es oft sehr schwer ist, bei ihm anhand stilistischer Kriterien eine zeitliche Einordnung vorzunehmen. Wenn wir uns zum Beispiel diesen Entwurf hier anschauen, der 1898 ist und zwei Jahre später, 1899, benutzt er immer noch das kurvilineare französische, belgische Element. Weitere Beispiele seiner Flächenkunst, wiederum ein Stoff für die Firma Backhausen, der Dekorstoff Forellenreigen, und hier greift Moser direkt auf eine japanische Färberschablone zurück, die Firma Backhausen entweder besessen hat. Japan stellt ja zum ersten Mal außerhalb Japans in Wien 1873 bei der Weltausstellung aus, und damals werden zum Beispiel, ich glaube, das war vom Handelsmuseum, über 10.000 japanische Färberschablonen angekauft, die sich heute hier im Museum befinden. Es ist sehr schön zu sehen, diese Umsetzung. Moser wird Professor an der Kunstgewerbeschule, provisorischer Professor 1899 für die Malereiklasse, und wird dann 1900 ordentlicher Professor und arbeitet jetzt mit dieser jungen Generation, und indem er mit dieser jungen Generation arbeitet und diese neuen künstlerischen modernen Ideen ihnen unterbreitet, Josef Hoffmann wird bereits 1899 ordentlicher Professor, und zusammen kann durch ihre Lehrtätigkeit kann jetzt dieser moderne Stil über den gesamten Bereich der österreichisch-ungarischen Monarchie verbreitet werden. Und ein Medium der Verbreitung ist die Publikation Die Quelle, die Moser 1991 herausgibt, mit einer Reihe von Stoff- und Tapetenentwürfen, mit lauter Entwürfen für Flächenkunstentwürfen. Fast gleichzeitig mit der Beschäftigung mit Textilien
kommt die Beschäftigung mit Entwürfen für Glas, wie zum Beispiel dieses Service hier, das aus einem Wettbewerb herauskommt, dass ein Wettbewerb für ein Trinkservice für einen einfachen Haushalt, weil das ist ja auch Teil der Idee der Arts and Crafts Bewegung, die Bevölkerungsschichte, die am meisten negativ von die am meisten beeinflusst wird durch die negativen Aspekte der industriellen Revolution, quasi zu missionieren. Eigentlich nichts anderes als sehr einfache Formen, das ist in Modeln geblasen und bekommt dann diesen Reliefdekor. Also die Fläche wird durch diesen Dekor dann räumlich. Auch 1899 beginnt dann die Zusammenarbeit mit dem Glasverleger Bakalovic. Er reist mit Bakalovic nach Böhmen. Bakalovic, der eben nicht selber produziert, sondern eben ein Verleger ist. Das heißt, er gibt Aufträge an Glashütten und bringt es eben zum Beispiel eben die Künstler der Sezession mit den Glashütten in Kontakt. Und dann entstehen eben diese ersten Arbeiten. Auch hier noch sehr schön zu sehen, an dem linken Beispiel der Einfluss des internationalen Jugendstils in diesen kurvilinearen Formen. Mit dem Lüsterdekor, auch das ist wieder etwas, das aus dem Ausland übernommen wird von den Wienern, und zwar inspiriert durch die irisierenden Gläser von Tiffany, die Sie vielleicht oben schon gesehen haben im ersten Saal der Neuaufstellung, die eben damals auch vom Haus angekauft worden sind, als vorbildlich und mustergültig. Als Moser Professor wird an der Kunstgewerbeschule, ist eine seiner ersten Tätigkeiten ist die Einrichtung einer eigenen Keramikklasse, mit einer Töpferei. Und das ist jetzt ganz etwas Neues. Sie müssen sich vorstellen, davor der Unterricht war eigentlich hauptsächlich, das ist die Zeit des Historismus eben davor, das Kopieren alter Stile und das Kopieren nach Vorlagen und daraus dann aus historistischen Elementen zeitgenössische Entwürfe, historistische. Und Moser auch aus der Idee dieser Arts and Crafts Bewegung sagt, der Entwerfer muss selber sein Material kennen und die Dinge auch machen können. Und so entsteht diese Keramikklasse. Die Schule selber hat keinen Brennofen, die Dinge müssen dann nach außen gegeben werden. Und Moser unternimmt auch, ich glaube, es war 1900, eine Reise an die Fachschule für Tonindustrie nach Znaim und kommt dort eben auch mit dem Handwerk in Kontakt. Das ist ein interessantes Stück, sieht man sofort auch den englischen Einfluss. Christopher Dresser macht so ähnliche Dinge. Christopher Dresser ist der englische Entwerfer, der bereits um 1850, 60 einen modernen Zugang zum Industriedesign fordert. Auch hier wieder interessant, dieses Stück hier, also das waren völlig neue Formen und natürlich dementsprechend schwierig von den Konsumenten anzunehmen. Diese Dinge waren auch nicht billig. Eine ganz glatte Oberfläche eines räumlichen Gegenstandes, und indem man dann diesen Gegenstand oben durchbricht und durchlöchert, reißt er diese Oberfläche auf und es kann wieder Raum entstehen. Seine ersten Möbelentwürfe zeigt er 1900 in dieser wichtigen achten Sezessionsausstellung. Das war eine Ausstellung, die ausschließlich dem Kunstgewerbe, dem internationalen Kunstgewerbe und dem heimischen Kunstgewerbe gewidmet war. Und wir haben jetzt eine Art Kunsthalle, die Sezession, die jetzt gleichwertig neben Malerei und Plastik eben Kunstgewerbe ausstellt. Und diese Entwürfe gehören zu einem der spannendsten Dinge von Moser vor allem. Also wenn wir uns, die sind zwei Möbeln,
die sich heute im Kunstgewerbemuseum in Budapest befinden. Die wurden von Max Schmidt, das war der Bruder von Friedrich Otto Schmidt, die Firma gibt es ja noch in Wien, wurde die dem Museum in Budapest geschenkt. Ein Zigarrenschrank, und wenn wir uns das anschauen, was da passiert. Wir haben ein Gestell und auf dem Gestell steht ein, wie heißt das? Ein Korpus, ein Volumen. Ganz klar, wenn wir uns das vorne anschauen, Gestell, Korpus. Aber was nicht ganz klar ist, wenn wir uns das vorne anschauen zum Beispiel, sind dieser Korpus und aus dem wachsen die Beine einfach raus. Da ist nicht wirklich ein Gestell da. Also auch das ist dieser zweideutige Zugang. Und dann schauen wir uns das von der Seite, von der Seite an, wo dann diese Fast-Eindeutigkeit von Gestell und Korpus überhaupt zerstört, indem er die Seitenwand bis hier herunterzieht. Und dann fragt sich dann, habe ich es jetzt mit Raum oder mit Fläche zu tun? Überspitzt natürlich. Und natürlich überzieht er das Ganze mit seinem Flächendekor. Ein Dekor, der auch keine Richtung hat eigentlich, weil er gleichwertig ist in alle Richtungen. Oder eben diesen Schrank hier, der ganz klar aus einzelnen Bretterelementen zusammengesetzt ist, und aus diesen Brettern entwickelt er dann sein Raumgebilde. Und eigentlich sind diese beiden Stücke für mich ein nichts anderes als eine Ausrede, bildnerisch, also ein zu malen. Der Marqueterie, das ist Marqueterie, der Dekor hier, ist ja nichts anderes als Malen mit Holz. Das ist eine wunderbare Sache, wenn man das in Natura sieht, wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich geglaubt, ach, so wie schade, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, hier diese parallelen Linien, habe ich geglaubt, oh, das Glas ist gebrochen. Aber das ist nichts anderes, das ist geschliffenes Glas und soll Wasserwellen darstellen. Und daneben gibt es, 2018 plant das Museum eine große Coloman-Moda-Ausstellung, und dann werden Sie hoffentlich dieses Stück hier in Natura sehen können. Und dazwischen sind dann noch kleine Luftblasen eingeschliffen in das Glas. Der Seetank hier, das ist Leder. Die Fische sind dreidimensional aus Silberpailletten, die Schuppen geformt und mit Glasaugen versehen. In derselben Ausstellung zeigt Moser das linke Buffet, der reiche Fischzug. Und da haben wir jetzt schon auch etwas ganz etwas Neues, ein Möbel mit einem Namen. Also das Möbel wird zum Individuum. Und darum geht es ja auch in der Zeit, in der Moderne. Das Ziel der Moderne ist es eben, dem Individuum eine Stimme zu geben. Und so kriegt sogar das Möbel eine Stimme und kriegt einen Namen, etwas, das für uns heute selbstverständlich ist, zum Beispiel, was wir von IKEA her kennen. Dieses Möbel wird vom Ministerium angekauft damals aus der Ausstellung und kommt sofort in das Museum und kann eben auch heute im ersten Stock besichtigt werden. Und wenn wir uns dieses Möbel anschauen, für mich jedenfalls wird da sehr deutlich der Unterschied zwischen einem Architekten, der ein Möbel entwirft, weil das ist ja eigentlich das Thema eines Architekten gewesen, immer der Möbelentwurf und nicht eines Malers. So sehen wir hier wirklich einen prinzipiellen Unterschied. Im ersten Augenblick, wenn wir das ansehen, ist es etwas schwieriger anhand des Bildes. Wenn Sie das Ding oben anschauen, dann werden Sie das, glaube ich, spüren. Es setzt Unbehagen ein, weil hier Proportionen verwendet werden, die nicht unserem normalen harmonischen Proportionsempfinden entspricht. So sind zum Beispiel die Beine sind zu hoch. Moser verwendet ganz klare vertikale und horizontale Elemente. Also würde man denken, okay, hier kann ein ganz klares strukturelles Gerüst entstehen. Aber was macht er? Dieses horizontale Element, das eigentlich diesen Oberteil des Kastens hier verankern sollte, er bricht es hier ab. Und es schaut aus, wie wenn es herunterrutschen würde. Dann ist das Ganze klar symmetrisch aufgeteilt. Er zerstört die Symmetrie, indem er nur hier ein Schlüsselloch gibt und auch hier. Normalerweise würde man dann ein blindes Schlüsselloch anbringen.
oder auch dann die Proportionen dieser Türen, wo eben hier des Rahmens der Türe ein breites Element und dann schmale Elemente hier. Dieses Ding ist eben nur einmal entstanden eben für diese Ausstellung, wurde von der Firma Portoir & Pickfix erzeugt, also hergestellt für die Ausstellung und sollte dann in Produktion gehen. Meine Interpretation davon ist, das konnte nicht angenommen werden wegen dieser komischen Proportionen und dieser ungewohnten Proportionen und wird dann von der Firma Ungetüm, das ist eine der anderen großen Wiener Tischlereien, wird es in das Verkaufsprogramm übernommen, aber im Werk umgeändert. Und alles das, was hier spannend ist, weil was daraus entsteht hier für mich ist eigentlich, indem Moser so konsequent ist, in dieser Disharmonie entsteht eine neue spannende Harmonie. Und das wird alles zurückgenommen. Sie sehen hier die Beine, die kurzen Beine. Es wird diese künstliche Symmetrie hergestellt mit dem falschen Schlüsselloch. Diese starke Zweifärbigkeit, die eben klar macht, dieses Hineinrennen in das vertikale Element verschwindet. Die starke Differenzierung zwischen der Fläche und dem Volumen hier verschwindet, indem hier ein Spiegel eingesetzt wird, der eben wieder Raum erzeugt. Und eines der eklatantsten Dinge für mich, und ich hoffe, Sie können das sehen, wenn wir diesen reichen Fischzug hier anschauen, das hat keinen Anfang und kein Ende. Das ist wie ein Stück, ein Stoffband, das abgeschnitten wird. Und was macht die Firma Ungetüm? Sie setzt es in ein Feld. Das ist immer noch ein Mysterium für mich, wie Moser sich ein Haus leisten konnte. 1901 entwirft Hoffmann eine Reihe von Häusern für die sogenannte Villenkolonie auf der Hohen Warte. Und eines dieser, also ein Doppelhaus, das Hoffmann entwirft für den Maler Karl Moll, der eben auch Gründungsmitglied ist der Sezession. Der Stiefvater von Alma Mahler ist das. Ein Doppelhaus eben für Karl Moll und Koloman Moser. Und Moser entwirft jetzt hier die Einrichtung für sein Haus und das ist eines dieser noch heute existenten Möbelstücke aus dieser Einrichtung, das auch heute im Besitz des Museums ist, hier. Und auch hier ist spannend wieder diese Diskrepanz zwischen Raum und Fläche. Hier ein klares, dieses weiße Volumen, das aber dann hier wiederum zerstört wird, indem man nur dieses Stück hier blau streicht, wo das die Fläche betont wird, oder dann auch hier wieder durch diese Öffnungen ist das etwas ganz Klares, Räumliches. Aber indem man die Vorderfläche weiß streicht, bekommt das wieder einen flächigen Aspekt. Uh, 1901 ist der Moment, wo Moser, man könnte sagen, fast ausschließlich den kurvilinearen Stil, den kurvilinearen Ausdruck hinter sich gelassen hat und in das Geometrische, fast völlig den geometrischen Ausdruck findet. Und nur als ein Beispiel hier eine grafische und dekorative Gestaltung aus Versacum aus dem vierten Band von 1901. Und auch spannend hier, wie zum Beispiel, wie eben keine Angst hat, ein Ornament über ein anderes Ornament zu setzen. Und es funktioniert. Auch das ist etwas Neues, was wir im Zuge der Koloman Moser Ausstellung in New York herausgefunden haben. Das ist ein Service, das immer als Entwurf Jutta Sicker gilt. Und heute wissen wir, dass Moser als guter Lehrer eben seine Schüler in Kontakt gebracht hat mit der Industrie, dass sie für diese Industrie entwerfen konnten und damit ein Geld verdienen konnten. Moser stellt die Form her, entwirft die Form und seine Schüler
entwerfen den Dekor. Und so gibt es dann eben dieses Service in den verschiedensten Dekormöglichkeiten. Und das ist auch etwas Spannendes, dass eben Jutta Sicker muss das eben über Moser verstanden haben, ist diese fragmentierte Information, das ist etwas ganz Neues. Ups. Wie dieser Dekor dann hier asymmetrisch über das Ganze, über den Teller gezogen wird. Auch etwas Neues, die Schale, die nicht im Zentrum der Untertasse steht und dann durch den Dekor auf der Schale und auf der Untertasse eigentlich verankert wird. Das ist für mich also nichts anderes wie eine Goldbronzefassung, um dem Ganzen dann eine tektonische Stabilität zu geben, rein psychologisch visuell. Ein wunderbares Stück von 1902/3, ein Schreibschrank. Das ist die Schreibfläche, die abgeklappt werden kann hier. Das ist eine Türe, das wird aufgeklappt und darauf kann dann die Schreibfläche ruhen. Also wiederum ein dreidimensionaler Körper, der aber eigentlich nichts anderes ist, wo Moser ganz klar deutlich macht, dieser Körper ist aus verschiedenen Flächen zusammengesetzt. Das werden wir dann noch einmal sehen bei der Klimt-Ausstellung von 1903, wo Moser wirklich so eine ganz spannende Lösung findet. Auch hier wieder das, was wir vorher schon sehen konnten bei dem Zigarrenschrank, wo diese Beine einfach da herauswachsen, es ist kein Gestell da. Das ist wie, Sie können sich vorstellen, wenn ich mich da drauf stütze, dann versinkt das Ganze. Und 1903 entstehen jetzt wieder eine Reihe von Glasentwürfen für den Verleger Bakalovic und wir sind jetzt im Unterschied zu dem, was wir vorher gesehen haben, ganz einfache, oft stereometrische Körper und Sie können sich vorstellen, also, dass das auch etwas ziemlich Schwieriges war anzunehmen von der Konsumentenschicht damals. Also Formen, die es vorher überhaupt nicht gegeben hat, wie eben diese Vase hier, die dann diesen, das ist ja auch irgendwie, denkt man sich, bleibt das stehen, das Ganze? Äh, 1902 ist jetzt das Jahr, wo Moser eine Fülle von zum ersten Mal Einrichtungsaufträgen bekommt, wo er ganze Wohnungen gestaltet und einrichtet. Und einer dieser besonders aufwendigen Aufträge war die Einrichtung der Wohnung Eisler von Terramare aus dem Jahr 1902. Und jetzt hier nur ein Beispiel eben, das Speisezimmer, wo wir wirklich uns wieder denken können, also der Sessel, die Sessellehne ist eigentlich wieder nichts anderes als eine Möglichkeit zu malen mit Holz. Und wo also wieder die Fläche der Lehne ganz stark betont und dahinter entsteht eben das Raumgebilde, das Offene. Auch spannend, nämlich im Sinne von einen modernen Aspekt, also das Ideal der Moderne, vor allem also der Internetmoderne dann um 20er Jahre, ist die perfekte Harmonie zwischen Raum und Materie zu finden. Und eines der ersten Beispiele in dem Sinne, wo das jetzt erreicht wird, ist der berühmte rot-blaue Stuhl von Rietveld, glaube ich, das ist 1918, der oben im dritten Raum der Neuaufstellung steht. Und das ist eben eine dieser ersten Möglichkeiten oder ersten Versuche, eben das Möbel dem Raum gegenüber zu öffnen. Wir werden dann noch ein ausgereifteres Beispiel sehen. Auch aus dieser Einrichtung Terramare ein Schrank aus dem Schlafzimmer. Wiederum der Kasten in drei Flächen zerlegt, eingerahmt. Und eigentlich ein Bildträger für diese weiblichen Figuren. Oder eben ein Schreibschrank. Denselben Typ können Sie auch oben im zweiten Saal sehen, mit einem unterschiedlichen Dekor. Wiederum mit einem eingeschobenen Sessel. Das ist der Sessel, der hier eingeschoben wird. Und das ist die abklappbare Schleiffläche. Also wiederum
völlig flächig gestaltet. Und das ist auch etwas, also meiner Meinung nach, das zurückgeht auf Biedermeier-Möbel. Biedermeier-Möbel, die ja auf Fläche, auf Vorderansicht konzipiert sind. Und Biedermeier wird ja in der Zeit wiederentdeckt von dieser jungen Generation, also von der Enkelgeneration. Das ist etwas, was immer wieder passiert, dass eine Generation schafft etwas, die Kinder hassen es und die Enkelkinder entdecken es wieder. Das ist ja auch mit dem Jugendstil passiert. Aber das ist jetzt vielleicht, das geführt zu weit. Also es hat auch einen ganz bestimmten Grund, warum Biedermeier damals wiederentdeckt wird. Durch die Sezession kommt Kohlmann Moser und auch Josef Hoffmann mit dem Textilgroßindustriellen Fritz Werndorfer in Kontakt. Fritz Werndorfer, da gibt es einen Brief, wo er eben schreibt, er verdankt alles der Sezession. Die Sezession hat ihm eine völlig neue Welt eröffnet und einen Sinn im Leben gegeben. Und Fritz Werndorfer ist auch derjenige, der dann das Geld gibt, um die Wiener Werkstätte 1903 zu gründen. Und für Fritz Werndorfer errichtet Hoffmann, Moser und McIntosh eine Villa im Cottage-Viertel ein. Und Moser ist verantwortlich für die Einrichtung des Galerieraumes. Dieser Galerieraum, der die Sammlung von einem Teil der Sammlung Fritz Werndorfers aufnimmt, zum Beispiel seine große Sammlung an Grafiken von Birzley und hier zum Beispiel Klimts Hoffnung, die hinter zwei Glastüren verschlossen war, weil es eben so provokant war damals, dieses Bild. Und das ist ein Haus des 19. Jahrhunderts, das innen jetzt modernisiert wird von Hoffmann und Moser. Und was macht Moser in der Modernisierung dieses Raumes? Er zieht hier einen Horizont ein, einen Horizont, der eben jetzt durch die Fenster geht, aber auf Höhe der Türe ist. Das wird alles gleichgeschaltet, vereinheitlicht. Und wie soll ich das jetzt sagen? Indem man diese Kastenstruktur hier vorblendet und auch hier, okay, das ist so ähnlich wie bei der zweiten Ausstellung zur Sezession, wo er durch zwei Flächen übereinander wieder Raum schafft. Und wenn wir uns anschauen, zum Beispiel hier seine Wandablickung für die Fensterwand, wie konsequent das ist, da geht die Vorhangstange durch das Fenster. Normalerweise würden wir das hier oben erwarten. Und das zum Beispiel, das gibt es auch in der Villa. Welche Villa ist das? Henneberg auf der Hohen Warte entwirft ein Boudoir für die Dame des Hauses und da entwirft auch die Vorhänge. Und normalerweise sind wir gewöhnt, dass die Vorhangstange, die Kanischen, also da hier oben über dem Fenster an der Wand angebracht wird. Moser will aber die Fläche der Wand erhalten und es wird die Vorhangstange zwischen die Fenster gespannt. Und der Vorhang ist eigentlich Teil der Wand. Das finde ich ist einer der großen Schritte und grandiosen Raumgestaltungen von Moser 1903, die 18. Sezessionsausstellung, die Klimt-Personale und das ist der große Mittelraum. Und er macht hier nichts anderes, für mich ist es eine psychologische Zerlegung des Raumes. Das ist wie ein erster Schritt zu einem freien Grundriss. Er rahmt die einzelnen Wände, dadurch wird der Raum, besteht dann aus vier Flächen und auch wunderbar wird die Bilderhängung, wie dann die Wand eigentlich zum Passepartout des Knipsporträts von Klimt wird. Oder auch hier wieder diese Türgestaltung, das sind drei Bretter, die er in diese Türöffnung stellt. Das Brett ist wieder Fläche, aber sie schafft diese Rahmung schafft wieder Raum.
Also wiederhole ich mich, wiederum einer der genialsten Entwürfe, ist dieser Armlehnsessel oder Fauteuil, den er für die Korbwandfabrik Prag-Rotnicker entwirft. Und das ist eben dieses Stück, von dem ich jetzt, das ich schon angekündigt habe, wo meiner Meinung nach diese perfekte Harmonie zwischen Raum und Materie entstehen kann, wo dem Raum so wenig wie möglich Materie entgegengesetzt wird. Weil eigentlich ist ja das Möbel ist der Feind des Raumes, weil es blockiert. Und Moser entwirft diesen Armlehnsessel aus einem Rahmengestell, aber dieses Rahmengestell, das ist genial, wie er das führt. Das geht so, 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 so. Da hinten, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, die Ecke ist offen. Diese Latten kommen nicht also in einer Ecke zusammen. Der andere Aspekt, den ich auch genial finde bei diesem Entwurf, ist, okay, wir haben hier eine klare vertikale Gliederung, aber ein Sitz ist halt etwas Horizontales, ist eine Notwendigkeit. Aber wie schafft er diese Horizontalität des Sitzes auch in die Vertikale zu bringen, indem er hier in der Höhe der Zarge diese halbrunden Elemente einsetzt? Das ist wie wenn die Idee eines kannelierten Pilasters. Und dadurch wird diese horizontale Richtung umgelegt in die Vertikale. Ich hoffe, Sie finden das genauso spannend. Oder der Sessel hier für die Familie Mautner, Markov, um 1903, auch etwas völlig Neues, etwas, das wir von Corbusier kennen, wo Moser die Struktur, das Strukturgerüst nach außen verlegt. Normalerweise wird das zutapeziert. Und dadurch kann auch wieder der Raum etwas eindringen. 1903 eben dieser große Schritt mit Hilfe Fritz Werndorfers, die Gründung der Wiener Werkstätte, um eben jetzt unabhängig zu werden von Firmen, die Dinge erzeugen, und um jetzt diesen direkten Kontakt zu haben zwischen Handwerker, also Ausführenden und Kunden, wird die Wiener Werkstätte gegründet, eine Gemeinschaft von Handwerkern und Entwerfern, die eben jetzt sämtliche Aspekte des menschlichen Alltags entwerfen. Angefangen von der Architektur zur Inneneinrichtung, zu den Kleidern, bis zu Postkarten, jeglicher Aspekt, Schmuck, Besteck, hier nur um als Stimmungselement der Verkaufsraum der Wiener Werkstätte in der Neustiftgasse. Hier haben wir Moser und Fritz Werndorfer von hinten im Büro sitzen. Coloman Moser ist auch verantwortlich jetzt, so wie er das schon bei der Sezession war, für die ganze Corporate Identity der Wiener Werkstätte. Für den grafischen Auftritt, er entwirft die Logos, das Briefpapier, die Rechnungsformulare und die Signes der Wiener Werkstätte, also wie hier, und die ganzen Monogramme der Künstler und Handwerker. Einer der ersten Metallentwürfe von Moser, die in der Wiener Werkstätte entwickelt werden, auch hier wieder so schön, wieder so ein räumlich offenes Element, eine Vase, wie eigentlich nur, indem man diese Fläche hier einsetzt, definiert etwas Räumliches, aber es ist kein abgeschlossener Raum. Es sind eigentlich zwei, das ist eine offene Fläche, die nur aus einem Rahmen besteht, und dann dagegen gestellt eine weitere Fläche. Oder wie diese Tischlampe hier aus einzelnen geometrischen Elementen zusammengesetzt, die aber noch als Einzelelemente erkennbar sind. 1904 errichtet Moser zusammen mit Hoffmann den Modesalon der Schwestern Flöge ein. Moser ist verantwortlich für den Empfangsraum, wo er eigentlich ganz ähnlich wie bei dem Galerieraum
für Fritz Werndorfer wieder seinen Horizont einzieht und in diesen Horizont dann die Wandvitrinen einsetzt. Ein weiterer großer Auftrag, also bei 1901/2 sind eigentlich diese Ideen, die künstlerischen Ideen der Sezessionisten etabliert in der Gesellschaft, also es ist eine kleine Gesellschaftsschicht und es kommen die Aufträge herein und hier natürlich vor allem vom jüdischen Großbürgertum und darunter die Familie Wittgenstein, die für wirklich die einer der größten Sponsoren eben der Sezession der Wiener Werkstätte werden. Karl Wittgenstein gibt also einen großen Teil des Geldes zum Beispiel, um das Sezessionsgebäude zu bauen. Karl Wittgensteins Tochter heiratet 1905 Jérôme Stombourou und sie ziehen nach Berlin und die Wiener Werkstätte wird beauftragt, das ist Teil der Aussteuer, die Wohnung dort einzurichten. Diese Wohnung besteht nur, glaube ich, ein Jahr, dann zieht die Familie wieder nach Wien zurück. Und hier Moser entwirft unter anderem eben das Schlafzimmer des Ehepaares. Der Entwurf für die Wand hier. Auch hier wieder, wenn Sie sich diesen Fußteil des Bettes anschauen, das ist eine Fläche, aber diese Fläche, in dieser Fläche schafft er wieder Raum, indem das aushöhlt, dieses dicke Brett. Es schaut aus, wie wenn ein dickes Brett ausgehöhlt wäre, aber auf ein dünnes Brett wird ein Rahmen gesetzt. Ebenfalls für die, in dieser Wohnung richtet Moser das Wohnzimmer der Margaret Stombourou ein. Und das ist auch interessant. Das Wohnzimmer von Jérôme Stombourou entwirft Hoffmann und es gibt zeitgenössische Berichte, wo es heißt, die Frauen gehen zu Moser, die Männer gehen zu Hoffmann, wenn sie etwas brauchen. Das ist eben dieser Sammlungsschrank, der aus einzelnen Elementen zusammengesetzt ist. Das ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elemente. Und das ist auch etwas Neues, was wir gefunden haben, dass 1910 wird dieser Entwurf von den Dresdner Werkstätten in ihr Maschinenmöbelprogramm aufgenommen und für die Massenerzeugung. Auch der Schreibtisch von Hoffmann, den Sie oben sehen können, für Hermann Wittgenstein, der wird auch in dieses Programm aufgenommen. Von dem kenne ich ein realisiertes Stück, von dem habe ich noch nie etwas gesehen, das von den Werkstätten wirklich realisiert worden ist. Das ist eben ein Blatt aus dem Verkaufskatalog. Moser entwirft auch die Küche und das ist etwas völlig Neues jetzt, dass wir einmal einen Künstler haben, der sich mit diesem minderen eigentlich Thema auseinandersetzt, eine Küche zu entwerfen und vielleicht noch viel wichtiger, dass wir einen Auftraggeber haben, der jetzt einen Künstler bittet, einen zweitrangigen Raum zu entwerfen, einen Raum, der nicht der Repräsentation dient, der also nicht von den Gästen gesehen werden kann. Und das ist auch Teil eigentlich dieses moralischen Aspekts der Arts and Crafts Bewegung, die eben dem Arbeiter seine Würde wiedergeben will, die Einführung von Schönheit in den Alltag. Auch etwas ganz Neues in der Zeit ist eben die starke Farbigkeit, die hier verwendet wird. Das ist etwas völlig Neues. Auch das Weiß ist etwas Neues. Die Fenstertüren werden weiß gestrichen jetzt, damit man den Schmutz sieht. Also dieser Aspekt der Hygiene ist etwas Neues. Das müssen Sie sich vorstellen, davor war das Braun. Auch das etwas sehr Spannendes, wo man sehr schön sieht den Unterschied zwischen einem Maler und einem Architekten. Das ist eine Zuckerdose und Moser, wenn Sie sich das anschauen, die Flächen, die werden jetzt, normalerweise würden wir erwarten hier an der Kante, dass sich helle und dunkle Quadrate verzahnen.
Bei Mose nicht. Das ist ganz klar. Das ist eine eigenständige Fläche und das ist eine eigenständige Fläche, die einen Körper bildet. Oder auch hier bei diesem Gittervase, eine silberne Gittervase, wo es ein räumlicher Gegenstand, aber diese Seite ist wirklich als Fläche gestaltet. Die eigentliche Vase da hier unten ist räumlich wiederum genauso entworfen wie hier, mit der nicht verzahnt, und dann setzt dem Ganzen diese flächigen Händeln an, die einerseits Fläche, andererseits wieder Raum sind. Auch das ein spannender Aspekt, Moser. Ein Musikschrank für die Familie Koller, das waren die, glaube ich, der Vater von der Malerin Bronzio Koller, ist ein Musikschrank, wo Moser den Schrank rahmt. Er gibt ihm einen Rahmen, wie ein Bild. Das kommt dann hier so heraus und dann hier wieder weiter. Und dasselbe Aspekt, und dadurch wird eigentlich das Möbel an den Raum, an die Wand gebunden. Dasselbe hier bei dieser Schmuckschatulle, die sich auch hier in der Sammlung befindet, wo jetzt diese Schatulle steht auf einem Tisch und er verankert sie, er zieht diesen Rahmen hier herunter. Ein Paravent, den Moser entwirft 1906, und da sehen wir sehr schön diesen japanischen Einfluss, wieder diese Flächenkunst, auch ein neuer Aspekt, wieder in dieser neuartigen Zugang zu Proportionen, wie er dieses Bildelement da hinaufschiebt. Dasselbe finden wir zum Beispiel beim Sanatorium Burkersdorf, wo die Fenster an das Gesims bis hinaufgeschoben werden. Das ist Buntpapier und Goldpapier, auch hier im Haus in der Sammlung. Und dann nur jetzt also noch einige Aspekte dieser allumfassenden Entwurfswillens, Schmuck, den Moser entwirft. Da ist zum Beispiel jetzt ein Collier für seine Gemahlin. Nein, das ist nicht für die Gemahlin, das ist für die Magda Mautner-Markow, das ist seine Schwägerin. Oder noch weitere Silbergegenstände. Auch das wieder ein völlig neuer Zugang zu einer Tasse mit Henkeln, wo die Henkeln jetzt nicht wie erwartet an den Seiten angesetzt werden, sondern die kann man mit einem Hand tragen, die Tasse. Er setzt sich mit Mode auseinander, eben zum Beispiel für seine Schwester links hier oder für seine Gemahlin, für Dieter Moser, nur um das Bild zu vervollständigen. Und schließlich als eine der letzten Dinge, bevor er eben die Wiener Werkstätte und die Arbeit für das Kunstgewerbe verlässt, die Glasfenster für die Kirche am Steinhof. Moser hat ja, Wagner entwirft die Kirche. Moser beginnt ja seine Karriere im Atelier von Otto Wagner. Sie kennen also das Haus auf der Windseile mit den Goldreliefs, die von Moser entworfen sind. Und das ist eben, wenn Sie zurückerinnern, unser erstes Bild, das Porträt Mosers. Und 1907 verlässt er die Wiener Werkstätte völlig entnervt. Da gibt es ein wunderbares, so ein kleines Dramulett von Fritz Werndorfer geschrieben. Das hat sich im Nachlass von McIntosh erhalten, wo eine Szene geschildert wird. Moser in der Wiener Werkstätte, eine reiche Kundin kommt herein und gibt Kleider für die Hochzeit ihrer drei Töchter in Auftrag und sagt dem Künstler Moser, also er kann machen, was er will und alles nach seinen künstlerischen Ideen, aber die Kleider müssen rot, weiß, grün sein, sie müssen bis daher gehen und der Dekor muss das sein. Und zum Schluss, also bricht Moser völlig entnervt zusammen und kann nicht mehr. Und eben 1907
verlässt eben Moser die Werkstatt und widmet sich wieder ganz der Malerei bis 1918, in dem Jahr, wo er stirbt dann. Danke.